9 Uhr in der Früh. Die Stimmung ist gut. So, guten Morgen. Gerne. Bitte schön. Johannes Singhammer hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Morgen. Für Sie auch, Herr Blümchen? Für mich. Sie sind so leise, aber Sie müssen es gleich gießen dann. Ja. Der Bundestagsabgeordnete verschenkt Blumen. Dankeschön. Eine nette Aufmerksamkeit, die besonders gut anzukommen scheint. Vor allem bei den Damen. Wie finden Sie diese Aktion? Ja, sehr nett. Das ist, finde ich, ganz toll. Ich finde es nett, eine Blume zu bekommen. Ja, weil ich gerne Blumen geschenkt bekomme. Johannes Singhammer möchte keinen verbissenen Wahlkampf führen. Bitte schön. Immer beste Gießen. Und beim Gießen habe ich denke. Vielmehr möchte Singhammer seine politischen Ziele für Bayern und Deutschland vorstellen. Wozu eigentlich diese ausgefallene Idee mit den Blumen? Es ist Sommer. Die Menschen freuen sich, wenn was blüht. Und wir wollen damit Interesse auch für Politik wecken. Und das geht mit den Blümchen, die einfach schön weiter wachsen, wenn man sie gießt, besonders gut. Und es ist eine besonders gute Möglichkeit, ins Gespräch miteinander zu bekommen mit den Bürgern. Johannes Singhammer sucht den offenen Dialog mit den Bürgern. Der CSU-Politiker nimmt sich der Sorgen der Menschen an und sucht vor allem gemeinsame Berührungspunkte. Da waren nämlich die Bevölkerung sehr dankbar. Da haben Sie recht. Mitten aus München. Ja, da mag ich ja fragen. Singhammer spricht mit den Bürgern auf Augenhöhe. Und das kommt seit Jahren gut an. Spontan wird Singhammer und der Ortsverband Alte Heide zu einer Brotzeit eingeladen. Und schnell kommt man da ins Gespräch. Ich will meine Vorstellungen, meine Ziele für München, für Deutschland, für Bayern den Wählern vorstellen und den Wählerinnen und mit ihnen sprechen im Dialog, die auch entwickeln. Da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern das soll mit den Bürgern zusammen eine Perspektive entwickelt werden, die dann unsere Stadt und unser Land trägt.